Ja, hey Schnitzli und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir machen heute mal was anderes und zwar ein Filmreview. Ich habe nämlich gestern Ghostbusters Frozen Empire im Kino angeguckt und ich habe viele Gedanken und vor allem Kritik und ich dachte mir, ich habe hier schon diese Plattform, da erzähle ich euch einfach mal davon. Ich habe eine kleine PowerPoint vorbereitet und ich bin gespannt, wie ihr das findet und ob ihr mir zustimmt oder auch nicht. Ich freue mich einfach darauf zu hören, was ihr denkt. Ich möchte aber einmal voranstellen, insgesamt fand ich den Film gut und ich will hier auch auf keinen Fall die Arbeit untergraben, die da hineingeflossen ist. Aber ich habe nun mal auch Kritik und ich habe mir sogar eine grobe Alternativhandlung noch ausgedacht, wo ich glaube, dass die Kritik, die ich habe, zumindest umgehen würde. Bin ich gespannt auch, was ihr dazu denkt. Aber bevor wir das alles machen, habe ich einmal hier die obligatorische Warnung. Achtung, ich werde hier über die ganze Handlung des Films reden und das Video ist eher für Leute gedacht, die den Film schon gesehen haben. Also wir haben Spoiler. Wenn ihr nur meine abschließenden Gedanken und eine schnelle Wertung sehen wollt, dann springt einmal zum letzten Kapitel des Videos. Da mache ich das. Genau, und jetzt, wo das einmal aus dem Weg ist, jetzt geht's los. Ihr wurdet gewarnt. Auf geht's. Zum Anfang habe ich ein paar kleine Sachen, die ich einmal aus dem Weg räumen will. Die sind zwar alle nicht so schlimm, die haben mich aber ein bisschen gestört und ich will darüber reden. Und deswegen gehen wir die jetzt einmal durch im Schnelldurchlauf. Und das Erste, was ich habe, die Eissuperkraft von dem Bösewicht. Die hat mir zwar sehr gefallen, die sah cool aus, die sah gefährlich aus, aber der Bösewicht selber auf der anderen Seite, das war eine andere Geschichte. Der wirkte auf mich sehr wie so klassisches Horrormonster mit so langen Fingern und so. Und ich fand einfach, der sah nicht echt aus. Ich kann euch nicht mal so genau sagen, woran das lag. Vielleicht hätte man ihn mehr in Nebel und Dunkelheit hüllen müssen, aber es gab irgendwie viele gut ausgeleuchtete Shots, wo man ihn sehr klar gesehen hat und ich dachte jedes Mal, das ist doch nicht echt, das ist doch eine Puppe. Irgendwie fand ich, der sah einfach unecht aus. Es tut mir auch leid. Bing! Die Szene ganz am Anfang mit dem gefrorenen Raum in der Vergangenheit, die war auch super cool. Aber wo ich den Film fertig geguckt habe, muss ich leider sagen, ergibt die Sinn? Was haben die da gemacht? Haben sie den Geist befreit? Wenn ja, wie ist er wieder gefangen worden? Schließlich war der Feuerbändiger, der da dabei war, auch tot. Feuermeister heißen die, glaube ich. Ich nenne es einfach Feuerbändiger ab jetzt. Und ich weiß nicht, wenn sie ihn nicht freigelassen haben, was haben sie dann da gemacht? Warum sind sie alle gestorben? Irgendwie ja, sehr coole Szene, aber leider nicht logisch. Bing. Next, der Konflikt mit dem Stiefvater, der war für mich zu verwirrend. Zuerst dachte ich, das Problem ist, dass er sich vor den Kindern nicht Vater nennen will, weil er ja nicht vom Blute her ihr Vater ist. Aber das hat irgendwie keinen Sinn gemacht, weil die Kinder hatten gar kein Problem damit. Es stimmt, es gab eine Stelle, wo Phoebe ihm vorgeworfen hat, dass er nicht ihr richtiger Vater ist. Aber das war nachdem er schon mehrmals gestammelt hat, dass, ja, ich bin ja nicht der Vater, ich bin der, Stieflehrer oder so. Und dann muss man sich auch nicht wundern, finde ich. Weil, warum sollten die Kinder dich Daddy nennen, wenn du selber das nicht sein möchtest oder so wirkst, als würdest du das nicht sein möchten? Und dann später war die ganze Zeit eher das Problem, dass nicht er sich nicht Vater nennen soll, das war dann irgendwie egal, sondern dass die Mutter findet, er spielt nicht die Rolle des Vaters, also im Sinne von, dass er sie nicht gut erzieht, sondern mehr so kumpelhaft mit denen ist und nie streng. Aber das ist doch ein anderes Problem, oder sehe ich das nur ich so? Das ist doch einfach was anderes. Also irgendwie fand ich, da wurde sich nicht klar genug für eine Richtung entschieden und der ganze Konflikt war auch ein bisschen dumm. Ich dachte mir die ganze Zeit, komm, jetzt sag doch einfach, du bist der Vater. Du bist doch der Vater, der Stiefvater. Bing. Okay, der Kampf am Ende, da habe ich viel zu sagen. Und das Erste ist, der war so ein Durcheinander. Die hatten diese ganze Planungsmontage, wo Phoebe Metall geschmolzen hat und ihre Waffe präpariert hat. Alle haben sich umgezogen, Leute wurden aufs Dach gestellt. Es wirkte so, als wäre alles durchgeplant und wir wissen jetzt Bescheid, wie wir den Bösewicht besiegen wollen. Und dann kam der Bösewicht und niemand wusste, was er machen sollte. Die vom Dach sind direkt wieder runter. Ich glaube, die sollten nur Ausguck machen oder so. Phoebe hatte leider nur eine Waffe vorbereitet und ist dann mit der einfach abgehauen. Keiner hat sie mehr gefunden. Alle haben durcheinander geschrien, wo sie ist. Der Feuerbändiger hatte kein Feuer mehr bereitstehen. Es wirkte so, als hätten sie gar nichts geplant. Aber wozu dann die Montage vorher? Bing. Außerdem, dass der Bösewicht am Ende in dieses zerstörte Geistergefängnis gekommen ist, das hat ja mal so null Sinn gemacht. Er hatte das gerade kaputt gemacht. Wie konnten sie ihn da gefangen nehmen? Es war kaputt. Bing.
Außerdem immer noch im Endkampf. Es gab zu viele Fake-Outs. Meiner Meinung nach hat das total die angespannte Stimmung rausgenommen, weil es war so, jeden Moment kommt der Bösewicht und nein, wann kommt er? Und dann kommt er gar nicht, sondern erst ist es Wankman und dann kommt nochmal diese rote Geist und will sie überfahren und so weiter und so weiter. Die ganze aufgebaute Stimmung ist voll im Eimer gefallen, weil der Bösewicht einfach nicht gekommen ist. Das fand ich, also zumindest bei mir hat das dann nicht mehr so gut gewirkt, als er dann endlich wirklich kam. Bing. Apropos kleiner roter Geist, der Possessor, so hieß der ja, und der hat mich verwirrt, weil am Anfang dachte ich, er wäre nett, er war im Gefängnis so noch so cute und war so, hey, ich will nur spielen, und dann hat er die Aufnahme ja zerstört und hat damit ja auch Phoebe in Schwierigkeiten gebracht, und da dachte ich noch, ah, er ist immer noch nett, weil er will diese Aufnahme zerstören, damit sie den Geist nicht rausholen können, und dann hat er aber am Ende nochmal versucht, sie zu überfahren. Hä? War er doch böse? Die einzige Erklärung, die ich habe, ist, dass es am Ende irgendwie der Einfluss vom Bösewicht war. Aber das macht eigentlich auch keinen Sinn, weil Melody, also der Freundinnengeist, war ja davon nicht beeinflusst. Und der Charakter des Possessors war auch einfach zu wenig klar und etabliert, dass man auf einmal hätte merken sollen, dass der ja jetzt possessed ist. Also, ich bleibe verwirrt. Bing. Apropos, das ganze Geistergefängnis, aus dem der Possessor ausgebrochen war, das war so schlecht. Ich weiß, Suspension of Disbelief und Spannung und so, aber welche Geisterforschungseinheit hat denn einen Notstromgenerator, der erstmal hochfahren muss, mehrere Minuten lang? Stellt euch mal vor, das wäre ein Zoo, wo die Tiere einfach ein bisschen Zeit hätten noch, bevor der Strom wieder angeht, auszubrechen. Außerdem hat das mit dem Ausbrechen, ja, der Possessor sollte halt entkommen, aber der gruselige schwarze Geist tauchte nie wieder auf, oder? Bing. Und das letzte, Melody, die Geisterfreundin. Warum war die am Ende befreit? Ich bin natürlich froh für sie, aber ich hab's nicht so richtig verstanden. Gab's einen Grund, weil, dass sie ihr Streichholz angezündet hat, das war's nicht, das hat sie vorher schon gemacht. Aber auf einmal war's dann, hey, sie ist jetzt frei und erlöst und kann weg. Schade. Ich wünschte, das wäre besser erklärt worden. Bing. Okay, jetzt haben wir die ganzen Kleinigkeiten aus dem Weg. Das war jetzt natürlich alles Meckern auf hohem Niveau. Jetzt kommen wir zu der Sache, die meiner Ansicht nach dem Film wirklich so grundsätzlich geschadet hat. Und in meinen Augen ist er damit leider einfach ein bisschen schlechter geworden. Ich fasse mal kurz zusammen, was ich denke. Ich denke, der Film hat zu viel Handlung und zu wenig Zeit gehabt. Was meine ich damit? Das will ich jetzt einmal länger erklären. In dem Film gab es ja eine Reihe von Handlungssträngen. Wir hatten erstens natürlich den wichtigsten, ne? Die Geisterkugel wird gefunden, sie wird erforscht, der Geist kommt außerdem frei und muss dann besiegt werden. Hauptfilmhandlung, würde ich mal sagen. Und dann hatten wir noch Phoebes persönliche Probleme. Sie ist ja der Hauptcharakter gewesen, sie hatte ihre eigene Story. Zuerst durfte sie nicht mehr Geister jagen, dann hat sie versucht zu rebellieren und sich damit in noch mehr Probleme gebracht. Und am Ende hat sie bewiesen, dass sie doch Teil des Teams sein darf. Klassischer Hauptcharakter-Arc. Und sie hatte nebenbei sogar noch eine Geisterfreundin, die ihr am Ende ja auch geholfen hat, den Bösewicht zu besiegen. Also, sehr gut. Zweimal Main Story für uns. Dann gab es allerdings noch mehr Sachen, die passiert sind. Und zwar hatten wir, erstmal hatten wir noch das Training von Nadim, ne, der Feuermeister, hat rausgefunden, dass er einer ist, hat das rausgefunden mit seiner Oma. Die Familie hat den Geist anscheinend hunderte Jahre lang bewacht. Das hatten wir noch. Dann hatten wir noch den Possessor, das habe ich ja jetzt auch schon mehrmals erwähnt, dessen Hijinks, die haben Phoebe in Schwierigkeiten gebracht. Also nochmal Handlungsstränge, die schon mit der Hauptgeschichte zu tun haben, die ich aber trotzdem nochmal so ein bisschen getrennt sehen würde, weil es ja jetzt nicht direkt so, diese Handlung war. Und dann hatten wir aber noch mehr Handlungsstränge oder zumindest Ideen, die eigentlich mit der Main Story gar nicht so richtig zu tun hatten. Wir hatten Trevor, den großen Bruder, der diesen grünen Blob fangen wollte und beweisen wollte, dass er erwachsen und verantwortungsvoll ist und so. Wir hatten den Stiefvater, das hatte ich ja schon gesagt, diese Probleme mit dem, ist er jetzt der Vater oder ist er nicht der Vater. Dann hatten wir noch Ray, das war einer von den Original Ghostbustern, der hatte zwischendurch noch Probleme, ist er für diesen Scheiß, sollte er aufhören, aber er will nicht loslassen, weil es ist seine Leidenschaft. Und die Sachen hatten dann im Prinzip gar nichts mehr mit der Story zu tun. Die sind einfach auch noch passiert. Und dadurch, dass wir so viel Handlung hatten und der Film ja aber nun mal nur so lang sein durfte, hatte ich das Gefühl, einige der Handlungsstränge sind viel zu kurz gekommen. Und ich glaube, der am meisten darunter gelitten hat, war der von Phoebe, unserem Hauptcharakter.
Ich würde sagen, der Konflikt, dass Phoebe eventuell nicht mehr bei den Ghostbusters mitmachen sollte, der hatte so drei Stufen. Wir hatten das ganz am Anfang, der Beginn des Films, erster Konflikt, wo die Familie so einen Geist jagt, sie richtet Kollateralschaden an und der Bürgermeister ist pissig und nimmt sich die Minderjährige raus, quasi so ein bisschen als Sündenbock oder als Symptom für die Inkompetenz und verbietet der Familie, sie im Team zu haben und dann darf sie halt nicht mehr im Team sein. Und wir hatten natürlich die dritte Stufe, ne, wo Phoebe dann komplett eskaliert, gar nicht mehr im Sinne ihrer Familie handelt, sondern nur noch für sich und dabei aus Versehen den Geist freilässt und die Welt ist dem Untergang geweiht und das muss sie dann irgendwie wieder richtig biegen, um ihre Schuld zu begleichen. Aber die zweite Stufe, das ist die, wo meiner Ansicht nach die Probleme liegen, weil die ist nicht ganz so einfach zu definieren wie die anderen beiden. Es gibt da nämlich eine Stelle im Film, wo Phoebe nach ihrem Ausschluss von den Ghostbustern etwas tut, um zu rebellieren. Und zwar, als sie in ihrer Abwesenheit ihrer Familie ans Telefon geht und die Mission annimmt und dann halt loszieht, um die alleine zu bekämpfen, die Geister, und damit ja den Wünschen der Familie sich widersetzt. Und sie hat dabei auch das Diner kaputt gemacht. Es hatte sogar auch was mit ihrer Geisterfreundin noch zu tun. Die Story hing also zusammen. Allerdings, es gab Kollateralschaden, aber das Problem ist, das ist gar nicht die Stelle, wo die Familie dann Probleme gekriegt hat wegen Phoebes Verhalten. Die Stelle ist nämlich passiert, als Phoebe mit Ray recherchiert hat und wegen den Hijinks des Possessors dann halt von diesem Steinlöwen angegriffen wurde und den in Selbstverteidigung kaputt machen wollte. Aber das verstehe ich nicht, weil sie hat ja da gar nicht so richtig was gegen die Wünsche ihrer Familie gemacht. Sie hat halt nur recherchiert, auch noch mit einem Erwachsenen zusammen. Und dass sie den Löwen in Selbstverteidigung zerstört hat, das konnten ja auch mehrere Leute bezeugen. Also finde ich irgendwie komisch, dass das dann der Punkt war, wo sie noch mehr Schwierigkeiten gekriegt hat. Versteht ihr, was ich meine? Und gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass die Beziehung zwischen Phoebe und ihrer Geisterfreundin Melody einfach zu schwach war. Ich hatte das Gefühl, also ich habe schon den Funken so ein bisschen gemerkt, der da war, aber die haben sich nur so ein paar Mal getroffen und am Ende war das auf einmal dieses super starke Band, was da auf einmal sein sollte, das habe ich einfach noch nicht so doll gefühlt. Dafür ist zu wenig zwischen den beiden passiert in dem Film. Auch die Idee, dass Phoebe auf einmal ein Geist sein will, um mit mir zusammen zu sein, die kam für mich völlig aus dem Nichts. Ich sehe da drin auch gar keinen Vorteil, weil Melody kann ja Dinge anfassen. Also sie könnten Händchen halten und sogar mehr, wenn sie wollen. Aber Phoebe muss ja dafür kein Geist werden. Sie kann ja schon Dinge anfassen. Also aus meiner Sicht hätte die Beziehung definitiv mehr Zeit und Nähe gebraucht. So hat es mich auf jeden Fall nicht überzeugt. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass das mit der Nähe vielleicht ein Problem mit China oder sowas gegeben hätte und dann rausgeschnitten wurde. Aber ich finde, da gibt es keinen Grund, mich dann nicht zu beschweren. Weil wenn das ein Punkt in der Story ist, dann ist das ein Punkt in der Story. Und ich habe nicht gefühlt, dass sie diese enge Bindung hatten, die die da haben sollten am Ende. Okay, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen erzählen, was mich am Film gestört hat. Ich hoffe, ich habe mich gut ausgedrückt. Die Frage ist jetzt, was kann man da machen? Und ich habe eine Idee für einen Film, der meiner Ansicht nach vielleicht etwas besser funktionieren würde. Ich bin gespannt, was ihr dazu denkt. Und zwar der erste Schritt, auf jeden Fall diese ganzen Storylines, die nichts mit der Hauptstory zu tun haben, die können raus. Es war zwar Unterhaltsames dabei, aber wir brauchen einfach die Zeit für wichtigere Dinge. Und auch das Geistergefängnis kann von mir aus gestrichen werden. Der einzige Geist, der da wichtig war, war der Possessor und der kommt in meiner Version nicht mehr vor. Und den coolen Moment mit diesem schwarzen Geistergesicht und dem Nebel, den könnte man doch einfach einbauen, wenn sie da demonstrieren, wie ein Geist aus einem Objekt gezogen wird. Weil da war es nur so hellblauer Dampf, der war weniger eindrucksvoll, meiner Meinung nach. Ansonsten würde ich sagen, der Anfang des Films erstmal wie gehabt. Allerdings muss Phoebe ihre Geisterfreundin auf eine andere Art kennenlernen. Ich fand das Schachspiel zwar cool, aber es ist wichtig, dass Melody keine Sachen in der echten Welt anfassen kann, damit Phoebe dann später auch Motivation hat, ein Geist zu werden. Weil warum sollte sie sonst ein Geist werden wollen? Sie können das mit dem Dialog ja trotzdem deutlich machen, dass Melody auch schlau ist und Phoebe ebenbürtig. Und die Art, wie Phoebe auf Melody aufmerksam wird, das könnte ja zum Beispiel einfach das Feuer sein. So, Melody spielt immer damit, ihr Geisterstreichholz ist das Einzige, was sie anfassen kann. Und dann bemerken sie sich und kommen ins Gespräch. Und außerdem, vielleicht wäre es auch gut, wenn die beiden sich irgendwie kennenlernen durch Phoebes Recherche an dem Fall oder vielleicht an
dem Feuer, bei dem Melody gestorben ist oder irgend sowas in der Art. Weil, warum ist sie eigentlich nachts allein in den Park gegangen, um mit niemandem Schach zu spielen? Jedenfalls, nachdem wir dieses erste Treffen ein bisschen geändert haben, später dann, kann es erstmal weitergehen, ne? Aber später dann, als Phoebe sich ihrer Familie widersetzt und alleine die Geistermission annimmt, da trifft sie dann in dem Diner Melody, und zwar allein in vielleicht irgendeinem Hinterzimmer. Und dann stelle ich mir vor, die beiden reden und Melody erzählt über einen Flashback, dass das Feuer, was sie getötet hat, in einem Diner wie diesem war. Und deswegen hat sie dieses Diner-Streichholz immer dabei. Und sie könnte sowas erzählen, zum Beispiel, dass sie das Feuer immer geliebt hat, die Wärme, das Licht. Aber am Ende war sie so versessen in ihrer Leidenschaft, dass sie sich überschätzt hat und ihre Familie musste dann den grausamen Preis dafür zahlen. Und seither fühlt sie sich vom Feuer verraten und es ist wohl ihre Strafe, dass das im Tod das Einzige ist, was sie berühren kann, immer noch das Feuer ist. Und Phoebe fühlt sich dann natürlich an ihre eigene Situation erinnert, denn ihre Leidenschaft, das Geisterjagen, schadet ja angeblich auch ihrer Familie. Und sie will natürlich auch Melody helfen, die beiden stehen sich nah. Und deswegen überzeugt sie, dass das Feuer nicht böse ist und dass sie sich nicht bestrafen sollte damit, sondern dass sie dem wieder vertrauen sollte. Und vielleicht ist das ja sogar der Schlüssel, sie zu erlösen und dass sie endlich wieder mit ihrer Familie zusammenkommt. Und Melody lässt sich überreden und sie beginnt, aber es geht schief. Ich weiß nicht genau warum, vielleicht werden sie von der hereinplatzenden Besitzerin des Diners unterbrochen, die Phoebe ja ursprünglich herbestellt hatte, oder es geht einfach schief. Aber das Wichtige ist, dass das Diner abbrennt und das Gebäude rechts und links ist schwarz und die Dinerbesitzerin weint und der Bürgermeister und Phoebes Familie und alle werden gerufen und tauchen auf. Und der Bürgermeister reagiert dann so, wie er im Film an der Stelle mit den Löwen reagiert hat. Phoebe war weiterhin als Geisterjägerin aktiv, sie hat Schaden angerichtet und die Geisterjäger müssen jetzt dicht machen und so weiter und so weiter. Und Melody hat natürlich gleichzeitig dadurch jede Hoffnung, ihre Familie ohne den Bösewicht wiederzusehen, verloren und fühlt sich allein. Und das wird eben auch dadurch nicht besser, dass Phoebe versucht, sie zu trösten und es nicht kann, weil sie keine tröstenden Umarmungen geben kann, weil sie durch sie hindurchfällt, weil sie sich nicht berühren kann. Und das, würde ich sagen, sollte dann der Schubs sein, den Phoebe braucht. Und sie erinnert sich, dass in der Vorführung des Geisterextraktors erwähnt wurde, dass es theoretisch auch mit Menschen funktionieren müsste. Und dann macht sie genau den Fehler, den sie auch im Film macht. Und im Finalkampf, als dann alles verloren scheint und Phoebe eingefroren wurde, da entzündet Melody dann ihr Streichholz. Aber statt das Feuer zu Nadim zu schicken, benutzt sie es selber, weil sie ist dann die Feuerbändigin, die sie die ganze Zeit brauchten. Und Nadim ist in meiner Version nicht magisch, sondern er ist auch einfach nur ein Typ, der in die Wohnung ihrer Familie eingezogen ist, nachdem sie verbrannt sind. Und dort hat er dann halt den Geheimraum voll mit dem Loot gefunden. Und nachdem sie es dann geschafft hat, mit ihrer Feuerkraft niemanden zu zerstören, sondern ja im Gegenteil eine Familie und die Welt zu retten, dann macht es auch Sinn, dass sie dann auf einmal frei ist. Und vielleicht kann sie sich dann kurz für den Abschied und einen Kuss nochmal verfestigen. Das macht dann zwar nur so Mittelsinn, aber ich find's schön und ich finde, das sollten wir haben, oder? Und damit endet dann die Geschichte. Ich weiß nicht. Ich finde, meine Version löst ein paar Probleme. Ihr könnt mir mal schreiben, was ihr davon haltet. Auf jeden Fall kommt jetzt noch mein Fazit. Ja, mein Fazit. Ich möchte mein Statement vom Anfang nochmal wiederholen. Ich fand den Film wirklich gut. Ich hatte Spaß, ihn im Kino zu sehen. Ich hatte eine gute Zeit. Und ich weiß, eine Menge Leute haben eine Menge Arbeit da reingesteckt. Und das hat man auch gemerkt. Es sah gut aus. Das Schauspiel war gut. So. Aber ich hatte halt diese grundsätzlichen Probleme mit der Story. Und dadurch ist der Film für mich leider so ein bisschen zum Mittelmaß geworden. Und ja, ich muss sagen, ich würde ihn selber, glaube ich, nicht nochmal angucken, jetzt so von mir aus. Wenn meine Freunde mich fragen würden, dann würde ich eher sowas sagen wie, ja, nett, muss man jetzt aber nicht gesehen haben. Und ich würde sagen, damit lande ich dann bei soliden 6 von 10. Ja. Das war mein Kritikvideo zu Ghostbusters Frozen Empire. Lasst mir gerne ein Like da und schreibt mir in die Kommentare. Ich bin wirklich super gespannt, was ihr so denkt. Habt ihr den Film gesehen? Wie fandet ihr ihn? Wie fandet ihr meine Kritik? Hätte euch meine alternative Skript besser gefallen? Ich habe richtig viele Fragen. Ich bin super aufgeregt, was ihr denkt. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Eure Princess Pizza Cheese. Bis dann.